So, herzlich willkommen hier mal wieder bei Manimus Tutorial. Nach einer langen Zeit gibt es mal wieder ein Video. Und zwar habe ich hier das HP Stream 7 mit 1 GB RAM, also mit 1 GB Arbeitsspeicher, 1,33 GHz Prozessor, Intel Prozessor, ist ein Windows 8.1 x86 Tablet, also es laufen richtige Windows-Programme drauf. 7 Zoll hat das Ganze. Und ich habe mir das einfach mal bestellt. Gibt es gerade billig im Weihnachts-Silvester-Kauf im Microsoft Store, kostet 99 Euro. Sonst kostet das nämlich 129 Euro. Ja, und da dachte ich mir, für 100 Euro kann man das einfach mal kaufen. So. Mal hier auf. Und da sehen wir das Tablet schon. Das ganze Tablet wiegt 350 Gramm. Oh, ist auch relativ schwer. Aber es geht eigentlich. Also, gut, in eine Hand halten. Es ist angenehmer als das Surface, aber wahrscheinlich liegt das auch daran, dass man das halt in so einer Hand halten kann. Nicht, ja, und nicht mit zwei Händen halten muss. Dann, was haben wir hier noch? Ein Aufladekabel. Welche Microsoft-Bedienungsanleitung, Kurzanleitung. USB-Kabel, also Mikro, dann Mikro-USB-Kabel, ja, zum Aufladen und dann für Wandstecker zum Aufladen dort. Ja, das war das Unboxing. Ich hoffe, es hat Ihnen ein wenig gefallen oder euch. Und ich werde das Gerät jetzt mal ein bisschen testen und dann kommt noch ein Review dazu. Das war's. Tschüss. So, jetzt sind wir auch da zum. So, jetzt sind wir auch da zum ersten Videostart vom HP Stream 7. Hier ist der Anschalter. Machen wir mal an. Display leuchtet schon mal. Und jetzt kommt das Windows 8 typische. Scrolle oder Glode. So, jetzt kann man hier Sprache in Region einstellen, eigentlich genau das gleiche, was man mit Windows 8 auch machen muss. Sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so, ne? Also hier nicht Vereinigte Staaten, sondern Deutschland. Wo ist es? Da. Deutschland, Deutschland. Und dann plus 1, Zeitzone sind wir, ne? Amsterdam, Berlin, weiter. Lizenzbedingungen, Internetverbindung, so WLAN-Schlüssel eingegeben. Nächster Schritt, jetzt muss man sich mit dem Microsoft-Konto einmelden. Oder wenn man es nicht möchte, muss man das nicht. Ich möchte es, weil ich halt meine ganzen anderen Sachen da drauf habe. Und das mache ich jetzt auch nochmal kurz. So. Jetzt muss ich den Authentifizierungscode eingeben.
von meinem Konto. Da muss ich einmal hier auf meinem Handy kurz gucken. So, das kann jetzt eine Weile dauern. So, jetzt ist der Vorbereitungsprozess die Vorbereitungsprozedur durch von Windows 8.1. Mit Apps vorbereiten und all dem möglichen Kram. Und dann wollen wir mal gleich sehen, wie es aussieht. Also dafür, dass das Display jetzt nicht Full HD ist und dafür, dass es 1280 x 600 oder so hat, sieht es doch relativ geil aus. Also von der Schärfe her. Und das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ja, cool. Das war das HP Stream 7 im Erststart. Tschüss.